Ja, guten Tag. Ich bin Karl Kirst. Ich bin der erste Vorsitzende der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Ich bin von Beruf Lehrer für Deutsch, Geschichte und Gesellschaftslehre an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Und hier bin ich als Vertreter auch des zum Wikis, des Wikis, des wichtigsten Wikis der Zentrale für Unterrichtsmedien. Das ZumWiki ist ein Wiki, also ein leicht zu bearbeitendes, schnell zu bearbeitendes Internetprojekt, das Inhalte von Lehrern für Lehrer enthält, das von vielen freiwilligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erstellt wird. Das sind Lehrer, das sind Schüler, das sind Studierende, das sind Lehramtsanwärter, Anwärterinnen, das sind Dozenten an der Hochschule sowie auch andere Interessierte, die ihre Inhalte erstellen unter einer Lizenz, die CC BY SA abgekürzt ist. Das bedeutet, es ist eine Lizenz, die unter OER-Bedingungen steht. Jeder kann die Inhalte verwenden, soweit er oder sie möchte. Und zwar unter zwei Bedingungen. Die eine Bedingung ist, man muss den Namen des Urhebers nennen. Das würde in der Regel hier sein, die Quelle zum Wiki. Wenn erkennbar ist, dass es ein oder weniger Autoren sind, dann auch die konkreten Namen der Beteiligten. Sowie man muss das Produkt wieder weitergeben unter derselben Bedingung. Als Erfolgsgeschichte möchte ich zwei, drei Beispiele nennen. Das erste sind die Lernpfade von Mathematik Digital. Mathematik Digital ist eine Initiative von Lehrerinnen und Lehrern sowie Hochschuldozenten aus Österreich und aus Deutschland, die sogenannte interaktive Unterrichtseinheiten, Lernpfade erstellen. Diese Lernpfade ermöglichen Schülerinnen und Schülern eigenständig zu Hause oder auch im Unterricht ein Thema für sich selbst zu erarbeiten oder eben auch zu wiederholen. Wir können an den Aufrufzahlen sehen, dass diese Lernpfade sehr, sehr viel genutzt werden. Das heißt, es ist offensichtlich so, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Pfade entweder ihren Schülerinnen und Schülern empfehlen oder auch Schüler und Schülerinnen diese eigenständig finden und nutzen. Ein, zwei andere Beispiele, wie man das zum Wiki nutzen kann, wäre beispielsweise die Seite von Christian Spannagel. Christian Spannagel ist Professor für Mathematikdidaktik an der Universität Heidelberg. Er hat eine Benutzerseite, auf der er sozusagen eine ganze Bandbreite von ihn interessierenden Informationen gesammelt hat. Und er lässt Studierende dort auch verschiedenen Aufgaben erstellen bzw. Informationsseiten erstellen. Eine andere für mich typische Möglichkeit, das zum Wiki zu nutzen, ist, dass man als Lehrer oder Lehrerin für sich, für seinen eigenen Unterricht etwas vorbereitet und dann im Unterricht nutzt. Sei es, dass Schüler und Schülerinnen da direkt mitarbeiten können, sei es, dass ich es zum Beispiel nutze, um Schülern etwas zu zeigen. Also eine ganz einfache Seite, die ich vor kurzem erstellt habe, war eine Seite über Bochum. Bochum ist eine Stadt im Ruhrgebiet und wir hatten in der Schule eine Projektwoche zum Thema Ruhrgebiet. Und deshalb habe ich diese Seite vorbereitet. Dort habe ich unter anderem ein Video von Herbert Grönemeyer mit dem bekannten Titel Bochum verlinkt, habe einige Aufgaben dort auch notiert, und habe dann diese Seite am Whiteboard genutzt, um mit den Schülern, im Unterricht zu diesem Thema etwas zu erarbeiten. Das ist eine ganz einfache Art, das zum Wiki zu nutzen. Grundsätzlich zeigt es, man kann das zum Wiki ganz unterschiedlich nutzen. Es ist so, dass OER aus meiner Sicht, beziehungsweise auch aus Sicht der ZUM insgesamt, nicht
ein Allheilmittel ist. Es ist ein gutes Mittel, weil Lehrer und Lehrerinnen und auch Schüler und Schülerinnen, alle an Bildung Interessierten, schnell, einfach und vor allem rechtssicher auf Materialien, auf Inhalte, auf Ideen zugreifen können. Man sollte sich allerdings klar machen, dass guter Unterricht natürlich nie nur vom Material abhängt, sondern das hängt ab auch von den entsprechenden Unterrichtskonzepten, das hängt ab von der konkreten Situation im Unterrichtsraum und so weiter und so weiter, vom Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und deshalb denke ich, zunächst einmal gibt es das Problem, dass nur wenige Leute aktiv sind. Das wird man auch nicht ohne weiteres erreichen können. Ich denke, man sollte dafür sorgen, dass OER, was OER ist, stärker bekannt machen, noch stärker als jetzt. Was kann man machen, um für eine stärkere Verbreitung von OER zu sorgen? Ich denke, A, man müsste dazu beitragen, dass OER noch bekannter wird als jetzt. B, man sollte versuchen, Best-Practice-Beispiele vorzustellen. Und C, man sollte vor allem die Vorteile deutlich machen. Es gibt Rechtssicherheit, man kann Inhalte weiterverwenden, man kann sie bearbeiten, man kann sie erneut teilen. Und dann kommt noch ein Aspekt, der uns ganz, ganz wichtig ist. Es gibt, wie zum Beispiel die OER-Konferenz in Berlin 2013, auch 2014 gezeigt hat, ein durchaus sehr hohes Interesse an dem Thema OER. Bisher ist es aber vor allem ein theoretisches Interesse. Es würde uns sehr freuen, gerade als eine Organisation, die sehr viel macht im Bereich OER, dass die Perspektive stärker hingeht, auch zu den OER-Machern, zur OER-Praxis. Und man sollte sich klar machen, OER ist eben nicht nur eine Idee, sondern ist tatsächlich etwas, was Realität ist und was noch stärker gemacht und gelebt werden müsste. Aber eben auch mit der Perspektive, dass es nicht nur rechtlich frei ist, sondern auch inhaltlich frei ist. Also Offenheit nicht nur in den Materialien, sondern auch Offenheit im Denken. Es sollten Initiativen gefördert werden. Es sollten eben Prozesse, die das ZumWiki definiert sich als Plattform für offene Lehrinhalte und Lernprozesse. Es sollten eben nicht nur die Inhalte sein, sondern auch der Prozess des Lernens. Auch der sollte offen sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der bisher noch zu wenig berücksichtigt wird. Und wenn das gelingen könnte, wenn wir das ein bisschen mehr in die Diskussion einbringen könnten, würde uns das sehr, sehr freuen.